dem verletzten Polizisten geht es wieder relativ gut. Er hat ja eine Verletzung an der Hand, also keine Kopfverletzung, Gott sei Dank, auch kein Bruch oder etwas. Über die seelischen Narben und Wunden ist ja schon gesprochen worden. Also physisch gesehen wird die Polizei bald wieder zu alter Stärke zurückgreifen können. Noch unklar ist es, wie es dem Studenten geht, der sich ja diesem Mob entgegengestellt hat am Schlossplatz und dafür bitter bezahlen musste mit einem Tritt gegen den Kopf. Diesen Täter, einen 16-Jährigen, hat man ja Gott sei Dank erwischt. Er wird auf jeden Fall wegen Verdacht des versuchten Totschlags in U-Haft gehen. Daran ist gar kein Zweifel. Wie es diesem Studenten aktuell geht, wissen wir nicht. Wir hoffen auch, dass wir da im Laufe des Tages Näheres erfahren.